Jo, willkommen zurück zu Kingdom Hearts Birth by Sleep. Und jetzt möchte ich nochmal weiter versuchen, diesen Boss zu besiegen, der hoffentlich bald mal endlich aufs Fressbrett bekommt. Frisst das. Das ist unfair. Okay. Ich hätte ihn wieder machen, sicherheitshalber. So. Schon. Yes! Da ist er besiegt. Ja. Als ob es im letzten Part einfach nicht sein sollte. Eieiei. Oh, das war ein Kampf. Ich denke mal, da kommt eine Cutscene. Probation for what? Thanks for before. I owe you. The name's Ventus. What's yours? I'm Mickey.
I see you've got a keyblade. Yup. I've been training under the great Yan Sid. He found out the worlds are in trouble, and I sort of took off without telling him. Well, that makes both of us. I ran off too. All I have to do is think it, and the Star Shard will take me anywhere I want to go. At least I thought it would. I haven't quite got the fine points down like when or where. It just kind of kicks in whenever it wants to. But I wouldn't have met you if it hadn't brought me here. You know, it might not be an accident. Maybe it starts working because it's reacting to something. Huh? Whoa! Sportsband erhalten. Du kannst jetzt zu Mickey einen Dimensionslink erstellen. Yay. So, und offensichtlich habe ich jetzt Radiant Garden erreicht. Und wo geht. Ich weiß ja schon ungefähr, was da abgeht, zumindest ein Teil davon. Ich hätte jetzt kurz gemutet, das kann sein, dass... Aber eigentlich hat mich Dagobert mehr interessiert als Mickey. Okay, hier komme ich nicht lang. Da drüben ist eine Kiste. Vergiss dich da rechts zu erinnern, ne? Ja, stimmt. Ich mach mein Deck mal wieder in Ordnung. So, also Schwertfall kann wieder rein, Sturmlauf kann wieder rein. Schwertwurf. Quatsch, was heißt Schwertfall, Betäubungsklinge dann? So, das Eis darf ich nicht reinnehmen. Vita kann von mir aus drinne bleiben. Schlaf nehme ich noch mit rein. So. Willst du Sportsfreund ausrüsten? Ach ja, stimmt. Sportsfreund wäre vielleicht noch nicht schlecht. Hier nehmen. Achso. Ja, stimmt. Sonst habe ich nichts hier. Moment, habe ich mittlerweile ein neues Abschlusskommando? Ja. Hitzehiebe. Ja, das ist jetzt automatisch ausgerüstet, aber ich muss es dann für die anderen Abschlusskommandos erstmal wieder das normale nutzen. Ich muss Mickey folgen, ja, ist ja gut. Ich will ja auch Mickey folgen. Ich muss ja vor das Feuer mal kurz gucken, ob ich noch irgendwas finden kann hier. Wie zum Beispiel diese Kiste. Mit einem weiteren Heiltrank. Yay. Ich bin ja so voll der Heiltranknutzer. So. Oh, doch, sie sind schon brauchbar, wenn du dir Speedrunner anguckst. Die heilen sich nur mit Heiltränken, Speedrunner. Oh nein, die Teile sind hier.
Mickey, komm herbei und level up. Wow. Ernsthaft? Oh, ich hasse diese Teile. Okay, das ist dasselbe Minispiel wie mit den Feen. Super Trank. Ach komm, ernsthaft? Oh nein, 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 nicht diese Kombination. Ah. Oh, diese Scheißteile, ich hasse sie so sehr. Vor allem die ganzen anderen Viecher, die sind ja schon hinten gespawnt, bevor ich überhaupt in der Nähe bin. Das ist so nervig. Ja, ich weiß. Mache ich jetzt auf direkten Weg zu den Bastarden. Ich muss hier weg, 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 ich muss hier weg. Ist hier safe? Kind of. Gut, dann kriegt ihr jetzt erstmal ihr Mistviecher auf den Sack. Getötet hat's nicht wirklich was. So. So, okay, komm. Jetzt kriegst du auf den Sack, du Mistviech. Oh, Scheiße! Okay, weißt du was? Plan B. Ja. Scheiß drauf! So, jetzt besiege ich alles andere, was mir nichts... Dass mir nicht den Tag versaut. Ich muss halt auch die Gegner besiegen, weil sonst level ich nicht. Oh, könntet ihr bitte getroffen werden? Oh, komm, ich. Was soll ich denn machen, wenn ich in der Luft bin und dann direkt in die Attacke reinfalle? Vor allem jetzt machen sie so wenig Schaden, aber wenn es drauf ankommt, dann machen sie immer viel.
So. So, geht doch. Abgesperrt. Alles klar. Irgendwo muss ich auch Aqua was machen. Ach ja, ich mache so wenig Schaden teilweise, das ist echt schlimm. Was sagst du? Ich finde ja, das wird es allgemein ja wenig Schaden machen. Hm. Dafür halt schnell. Ja, Geschwindigkeit. Oh nein, das ist noch so ein bisschen viel. So. Ja. Wenn, dann muss das Vieh alles erledigt werden. Das andere ist erstmal. Oh, na toll. Dann stirb. So, Schlafstufe 2, sehr schön. Das kann ich gut gebrauchen gegen euch. Natürlich ist es jetzt gerade abgebrochen worden von euch. Wahrscheinlich auch. Natürlich ist nicht richtig hin. Rücken. Wo ist der andere? Ich sehe es despawned. Wird runtergefallen, wahrscheinlich runtergefallen. So. Muss man einen kleinen Mistvieh auf den Sack geben. Oh. Ach, wenn die Geier nicht kommt, dann kommt er. Kiste. Hier so nervig. Komm schon. Ich kann ja eigentlich in der Luft schlafen. Ich hätte ja eigentlich die Nacht beim Schlaffilter runter. So. Was kommt jetzt noch? Haben wir auch noch mal so eine Riege mit Schießern? Das ist eine Kiste. Oh ja, da sitze ich noch so eine Riege von den Schießern. Scheiße.
ignoriere ich jetzt einfach. Ich bin zu weit gekommen, um jetzt noch zu sterben. Könnte vielleicht eine Cutscene sein? Nee, noch nicht. Ich muss mal speichern nebenbei. Wie lange ist der Part schon? 20 Minuten, da können wir noch ein bisschen. So. Dann geht's weiter im Text. Okay. Hold on. The castle is presently closed. But somebody just came this way. He's a friend of mine. We aren't aware of any visitors. Now run along home, boy, before the monsters get you. I could have sworn it was him. Huh? They're here. Radiant Garden shall not fall under the likes of you. Yeah. Leave this to me. Yeah. Stop! But you're just a child! Now, who do you think will defend the castle if you two go skipping off? But that boy. Never you worry about him. He's a special case. A what? Evan is right. Lord and Castle come first. The boy will have to fend for himself. Which reminds me, his lordship was asking for you. A heart devoid of darkness, stripped clean of it at that. Very questionable. Gut, okay. Wir sehen, wir haben einen Part von dem Mistvieh gesehen, was das letzte Mal uns ziemlich Probleme bereitet hat. Mit Terra. Und ja. Wir wissen ja, dass es ein Fight ist, der bei allen dreien vorkommt. Das heißt, hey, ich darf mir diesen Fight jetzt nochmal antun gleich. So, aber erstmal kommt die Kiste dran. Die hab ich vorhin scheinbar übersehen. Scheint irgendwie in Kingdom Hearts eine besondere Sache zu sein. Da komme ich noch nicht ran. Okay. Hier ist noch eine Kiste. Alles klar. Frostwurf. Nice. Da kann ich gleich mal die Betäubungsklinge austauschen. Warte mal, sind die schon aufgelevelt hier? Nee, oder ist noch am Leveln? So. Also zurück durch den Schlosspark. So, dann nehmen wir diesmal die Kiste gleich mit. Nee, ich war einfach zu schnell. Ich hätte mich schon a moment, laddie. Don't I even get a chance to repair you?
Oh, you don't have to. Now just hold your horses. I didn't mean the fortune. Maybe a wee bit of gold or a small token of... Well, could you make it fast? I know. I've just the thing in me hat. Come here. You can tell me, lad, you came here from another world, didn't you? Don't worry, my bill is sealed. Your secret's safe with me. I'll not be asking you any awkward questions. You see, 'tis the same with me. I asked a wizard named Merlin to bring me here from another world. After all, adventure is the mother of industry, eh? Eh? Great, that all? Ach, but I'm holding you up, lad, eh? Here, these are lifetime passes to Disney Town. You little buckets of fun there. Or my name is not Scrooge McDuck. There you are. Enough for you and two grown-ups. Disney-Stadt auf Lebenszeit. Yay! So, na dann. Wenn du Glück hast, habe ich gleich das Mikro aktiviert. Also das fehlt einfach ein bisschen gerade. Ja. Hang it all! Can't I get a moment's peace? Mister, get inside. It's not safe out here. Oh, ordering me about. Now that's unsafe. After all, I'm Merlin, the wizard. Oh, another scamp looking to wake the powers inside him. Is that it? What? How'd you know? We wizards have a knack for knowing such things. The book is inside on the table. You may have a gander if you like. Ja, da hätten. Ich weiß. Da haben wir bei Radiant Garden mal wieder. Karte die. Ach ja, dein geliebtes. Ja, mein geliebtes Buch, ich weiß. Das Buch findest du auf dem Tisch neben dem Bett, wirf jederzeit einen Blick hinein. Mhm. Mich interessiert die Truhe mehr. Okay, jetzt kann ich die 100 Morgenwald spielen. Hurra! Da freue ich mich ja total! Yay! Okay, damit ist es aber erledigt. Also heute habe ich aber viele Gäste. Dann sagt er auch zu Terra. So, na dann weiter zum Boss. Gut, ja, das Gebiet kennen wir doch schon. Es ist unglaublich, wie viel die Viecher an Schaden aushalten. Frostwurf ist aber eine ziemlich geile Attacke, weil es direkt einfriert.
Oh, Rita Stufe 2. Bin absichtlich hier hingegangen. So. Ach, wir gucken uns erstmal unten um, ob wir noch irgendeine Kiste hier haben. Dim. Nope. Keine Kisten. Aber dafür Gegner, die ich nicht bekämpfen möchte. So. Hier nochmal zurück ins Wohnviertel. Denn ich weiß gerade nicht, wie viel Zeit mir gleich bleibt. Demzufolge werde ich jetzt erstmal speichern und den Part an dieser Stelle beenden. Das heißt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Auf Wiedersehen.